Und ja, denken dann, Sie ruhig ans Reha-Zentrum, bitte. Ja, ich denke jetzt nur noch permanent ans Reha-Zentrum tatsächlich. Oh, super. Perfekt. Dankeschön. Ja, bis schönen dann. Tag mal. Tschüss. Ich habe auch mal das, aber ich glaube, wir haben... Ja, da versink ich dran. Ich sag's dir. Price? Hm. Price? Ja. Price. Kommen Sie mal mit. Ja. Sag mal, weißt du, wo wir Regenjacke hängen? Trocken und warm. Ja, ja, aber es hat halt immer noch... Price, Sie waren gestern auch, Sie waren gestern auch im MD, ja? Ja, war ich, ja. Wie geht's Ihnen? Und sagen den Umständen entsprechend so. War gestern ein bisschen sehr, sehr viel irgendwie alles. Hm. Ja, das glaube ich Ihnen. Warten Sie kurz, ich muss kurz was schauen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was los? Haben Sie schon auf VNet gesehen, das, was die Frau Sinclair geschrieben hat? Nee, und da. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, Moment. Streife effektiv die vom Streifen, falls Eskalationen dort stattfinden, weil es heißt, aber, die Kirche soll zu Gast. Leitstelle Ende. Chef, sei. Warten Sie kurz. Ja. Wo ist denn die verfluchte Leitstelle? Weiß ich nicht. Leitstelle für 02 kommen. Leitstelle hört, Sie kommen. Sind Sie nicht im PD, kommen? Leitstelle ist im PD, momentan die Medics runter in die Zellen gebracht, weil Medics da angefordert wurden, kommen. Ich warte oben in einem Büro, 02 Ende. So, was war? Ich wollte fragen, kann ich mit den Sachen raus? Ja, können Sie. Okay, danke. Carter, waren Sie gerade schon im Funk? Ich war gerade schon im Funk, ja. Hat irgendjemand durchgefunkt, dass Fokus auf Macareno liegt irgendwie? Nee, es wurde nur durchgefunkt, Leitstelle? Dass heute... Jawohl. Wurde irgendwie durchgefunkt, dass Macareno irgendeinen VNet-Post gemacht hat? 59-10-41. Negativ, habe ich noch nicht gesehen. Alles klar, kleinen Moment. Nur zwei mit einer allgemeinen Information im Funk. Macareno hat gerade über seine Freundin, /Frau, verlauten lassen, dass er den, Reverend umgebracht hat auf VNet. Höchste Gefahrenlage aktuell, wenn die Volksschaft das herausfindet oder den finden, dann wird er ebenso sterben. Wir müssen Macareno finden, bevor die das tun. Unverzüglicher Fokus darauf legen. 02 Ende. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Der Reverend wird gleich beerdigt oben. Ja, bei, ja. Abend. Meinen Sie, der traut sich? Wir haben keine Streifen. Wir haben keine Streifen. Meinen Sie, der ist so dumm und geht da hin, um nochmal... Und gegenüber Kuschelfix oder Fahrradfahrer angefahren. Oder so ein Scheiß? Ja. Müssten schwarze Toros sein. Weiß man, wo der Macareno sich sonst immer nein, mal aufhält? Keine Ahnung gerade. Ich muss auch leider weiter erstmal. Ja. Jesus Christ. Jetzt Richtung Westen. Price. Ja. Biegt ab Richtung Norden. Was ist da gestern passiert eigentlich? Ja, das ist ziemlich komplex so irgendwie. Weiß. Also, ja. Der Hill, der wurde ja
ins Krankenhaus gebracht. Ja, richtig. Ja. Weißt, das ist jetzt sehr ernst, ne? Ja. Da sind 3 Leute gestorben gestern. Das ist richtig, ja. Hill, Petrov und Cheng, Leslie. Leslie Cheng. Okay. Wir haben einen Täter, der Hill umgebracht haben soll. Macarino hat gestanden und wurde auch dabei gesehen. Ja, richtig. Ja. Der Macarino wurde von der DTU allerdings in den Behandlungsraum vorher geführt. In den Aufwachraum. Ja, richtig. Und danach wurde Hill erschossen, Price. Ja, das ist nicht auf den Scheiße, so ich verstehe das so. Was ist denn passiert? Haben Sie den nicht durchsucht? Natürlich habe ich den durchsucht. Und was? Und da haben Sie keine Waffen gefunden? Gar nichts, Mann, der ist da mit scheiß Jogginghosen und Schlabberschuhen und was reingelatscht. Sie können mir also garantieren, dass Sie den Hubs durchsucht haben? Ja, na klar. 100.000%ig. Haben Sie auch nochmal gefragt, ob er Waffen dabei hat, und er hat das verneint? Ja, richtig. Wo hat er die Waffe her? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich sag Ihnen, wie es ist. Da war so ein Rumgewusel in diesem Raum. 100 Leute rein und raus die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was da draußen los war, was drin los war. Das war alles so ein unglaubliches Durcheinander. Ja, von einem auf den anderen Moment wurde auf einmal rumgeballert, die wahnsinnig. Also mal, das sah nicht gut aus. Ich hab da richtig in die Ecke gereiert und so. Das war nicht gut so. Wissen Sie, wer Petrov umgebracht hat? Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, nee. Und Cheng? Ja, ich glaube, der ist irgendwie in dem Feuergefecht mit der Sinclair, glaube ich, dann irgendwie gestorben oder so. Ich bin mir dabei auch nicht so sicher, bin ich ehrlich. Das war alles ein bisschen hinter mir. Ich war ein bisschen überfordert, so. Das war ein bisschen sehr stressig alles. Bryce, da ist jemand gestorben, weil ich habe auf meinem Zettel stehen, das ist jetzt sehr ernst, ne? Auf meinem Zettel steht, Price und Hayford von der DTU haben Macarino kurz vorm Beschuss auf den Hill in den Raum gebracht. Wissen Sie, wie das aussieht? Das ehrlich gesagt nicht. Das sieht aus, als würden sich fucking Police Officer darum kümmern, dass die Scheißleute versorgt werden. Noch mehr sieht das für mich nicht aus. Warum sollte der denn da rein? Hätten das Krankenhaus mal sehen sollen. Der ganze Flur war voll, überall lagen die Leute schon aufeinander, zu viert auf einem Bett. Also haben wir die alle nach hinten gebracht. Hier 3-4 Leute, die noch nachher reingeliefert wurden, und haben die hinten auf die scheiß Betten gelegt. Die sollten da erstmal versorgt werden. Dann sprinten da irgendwelche Leute durch die Flure. Von wegen, ja, die wurden ja alle kontrolliert, und schießen da mit einer fucking 50er durch den ganzen Flur. Haben wir nochmal fucking Macarena und ich weiß gar nicht mehr, wer der andere war, angeschossen. Woher haben die Waffen, Price? Also das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Ich bin ganz ehrlich so, wie die Officer vorne an der Schleuse da an diesem Kontrollpunkt. Ich weiß nicht, ob die geschlafen haben oder die Leute noch nicht alle durchsucht hatten. Und keine warum Ahnung. War die IAA da drin? Also ich weiß es auch nicht. Weiß, jedes Mal, wenn so eine Scheiße passiert, höre ich irgendwas von der beschissenen IAA. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die groß was damit zu tun hatten, da zu dem Zeitpunkt. Bin ja, ich aber ehrlich, warum waren die da drin? In den Raum gekommen, das war's. Warum waren die da drin? Das sind. Warum? Ich kann es auch nicht beantworten, so. Ich meine. Warum standen Brown und Lavaux? Von der IAA in diesem beschissenen Raum. Und warum sind die immer da, wenn es knallt? Also das ist... Keine Ahnung. Die haben sich an dem... Haben die sich an diesem Einsatz beteiligt? Nein, haben sie gesagt. So. Gar nicht. Überhaupt nicht. Die standen nur dann... Die kamen da rein, standen dann da und das war's. Die haben sich nur ein bisschen unterhalten, so.
vor jemanden, der erschossen wurde? Oder waren die danach da? Waren die auch davor sah? Oh, ich glaube, die waren. Weiß gar nicht. Ich glaube, die sind kurz nach uns gekommen. Was? Aber noch bevor, glaube ich, erschossen wurde. Okay, Bryce. Ja, Brown hat ja auch noch gefragt gehabt, sogar ob alle durchsucht wurden und sowas. Habe ich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich durchsuche die anderen zwei jetzt da nochmal schnell. Hat es geklingelt? Dann habe ich das gemacht. Ja. Okay, Bryce, das war's schon. Mehr wollte ich gar nicht. Kovacic, haben Sie gestern bei dem Einsatz im MD Unterstützung von der IAA angefordert? Nein. Haben Sie den Leuten von der IAA gesagt, dass die ins Krankenhaus gehen sollen? Nein. Ich habe keinerlei Kontakt mit denen gehabt. Ich habe nichts mit denen zu tun und habe maße mir auch nicht an, jemals irgendwas mit der IAA zu tun zu haben zu wollen. Also den Laden kenne ich nicht und ich bin auch nicht über eine Bundesbehörde gestellt, um denen irgendwelche Anweisungen zu geben. Die arbeiten so, wie sie denken und wollen. Haben Sie gestern mit dem Bobby Brown da vielleicht mal gesprochen? Der mit dem Afro? Ja, der war gestanden am Friedhof. Okay, weil er hat gesagt, Sie haben gefragt, ob die unterstützen können. Sowas? Am Friedhof, ja. Ob er eine Wunde abdrücken kann. Weil da Menschen am Boden lagen. Also es kann schon sein. Okay. Ich hab alle angeschrien gesagt, die dort waren, und da waren welche in Tarnkleidung oder sowas. Die sollen die fucking Wunden da abdecken. Aber ich habe nicht gesagt, die sollen ins MD mitkommen oder whatever. Also das haben die dann eigenständig gemacht. Okay, weil die behaupten das. Also zumindest der Mr. Brown hat es mir gerade gesagt, dass er auf Anweisung von ihnen ins MD ist als Unterstützung, aber er hat auch nicht unterstützt, meinte er. Okay, ich verstehe es dann. Was will er dann damit aussagen, bitte? Ich weiß es nicht. Ich kann auch nichts. Kovacic, ich kann bei der IAA halt nichts tun. Das ist halt. Ja, da haben wir sowieso nicht die Finger im Spiel. Bei der IAA, sage ich Ihnen gleich, verbrennen wir uns nur die Finger. Die Typen sind von der Bundesbehörde, die machen und tun und lassen, was sie wollen. Ich habe da auch keine Fragen gestellt. Ja, als ich da den Herrn Povlov damals kennengelernt habe und die fahren ihren ganz eigenen Stil. Ich persönlich. Ich glaube halt einfach, dass jedes Mal, wenn die irgendwie mit irgendwas zu tun haben, dass irgendeine Scheiße am Dampfen ist, ohne Ende. Ich für meinen Teil kann und will nichts, was die IAA tut, verantworten, weil die völlig eigenständig arbeiten. Wenn ich dem Typen am Friedhof sage, er soll eine scheiß Wunde abdrücken, damit er nicht abkratzt, der da am Boden vor ihm liegt, dann ist das das, was ich von einem Menschen einfordere, damit er erste Hilfe leistet. Ja, wenn er dem nicht nachkommt und wenn er dann, also da bin ich halt dann raus, ja. Und da muss er irgendwo Verständnis haben. Verstehe ich. Aber ich bin nicht jemand, der IAA irgendwelche Befehle gibt oder whatever. Also ganz sicher nicht. Okay. Gut, das habe ich jetzt aufgenommen. Haben Sie schon irgendwas wegen Macareno? Ja, ich wollte gerade Sie vorhin anrufen, da hat es nur durchgeklingelt. Ich wollte eine öffentliche Fahndung vorschlagen, weil er ohnehin auf Wienet Scheiße rumgepostet hat. Ja, das ist schon öffentlich, aber da, wenn wir jetzt noch eine Fahndung ausrufen, fühlen sich die Leute vielleicht nur motiviert, ihnen das jetzt schnell zu erledigen, wissen Sie? Ich hoffe vielleicht, dass die Beerdigung das da gerade ein bisschen ablenkt, weil die werden sich danach vielleicht die Aufgabe zur Aufgabe machen, da reinzuhalten. Danach auf jeden Fall. Ja, und danach deswegen haben wir jetzt Zeit, bis die Beerdigung fertig ist. Ja, Brown und ich übernehmen übrigens den Transport der Leiche von Herrn Hill. Wo ist denn die Beerdigung? Friedhof? Klassisch? Am Friedhof bei der Light Church nehme ich mal schwer an. Wir haben hier einen Granger genommen. Wir werden die Leiche bei uns einladen und transportieren. Wir haben erlaubt, einen einzigen von denen als Begleitung mitzunehmen, damit der Transport gesichert ist. Und die Leitstelle ist informiert, um Streifen abzusondern, die dort patrouillieren und die Gegend und zwar sichtbar absichern, sodass präventiv verhindert wird, dass die auf dumme Ideen kommen. Okay, und das ist dann bei der Valley Church ist das dann oben, oder? Ja, genau. Ich nehme mir ganz an bei 5160, 4147 da. Okay. Verdammte Scheiße.
Das erfahre ich aber jetzt in den nächsten Minuten. Die Chefärztin ist jetzt da. Wir haben jetzt wieder gesprochen. Die Leiche ist jetzt transportfähig und die wird im Sack. Wo sind Sie mit Brown unterwegs? Weil ich würde mich dieser Streife anschließen. Wir sind im MD. Kommen Sie vorbei. Alles klar, gut. Bis gleich. Bis gleich. Hey. Guten Tag. Kurze Frage. Sir. Ich meine, Sie werden uns wahrscheinlich eh nichts sagen, aber trotzdem, wir müssen mal fragen. Den Herrn Macarino, kennen Sie den? Sie fragen einen Polizeibeamten, ob Sie den Herrn Macarino kennen? Das ich ist so, weiß, als würden Sie den Burger Patty fragen, ob's Käse kennt. Ja. Und mit der war gestern noch im MD. Wissen Sie zufällig, ob er da inzwischen draußen ist? Ist er auf freiem Fuße? Ich weiß nicht, welche Absicht Sie haben, aber Sie kriegen von mir natürlich nichts. Na, dachte ich mir schon. Ich brauche nur meine. Ich habe mich umgezogen. Ich habe mich gewundert, warum ich das Mausrad nicht bewegen kann im Auto. Ich dachte, das ist buggy. Verzeihung, Chat. Nee, Regen ist eigentlich total doof, tatsächlich. Ja, es sieht krass aus, aber es ist super, super doof. Gerade wenn du den ganzen Tag Gespräche führst, weißt du? Ab und an ist das mal geil, glaube ich. Aber wir hatten damals ein sehr durchwachsenes Wetter und dann haben sich die Leute beschwert, dass der Regen halt einfach dazu führt, dass das den ganzen Tag dieses Geräusch gibt, hm? Jetzt mal einen Tag ist das geil. Das hat ja auch fahrdynamische Eigenschaften. Schon wieder Satan. Mein Gott, Satan liebt uns. Schon cool, ich mag das. Ich mag das auch, aber nicht den ganzen Tag. Das war ja schon ein Klick. So. Ah, Chief ist da. Sehr schön. Amalia, wenn du ready bist, sag Bescheid. Was sind das für geile Klamotten? Bis gleich. Tja. Regenjacke. Ah, aber ein Mann mit Geschmack. Moment. Ich hab auch einen Hut. Ja. Und eine Cappy habe ich auch. Die ist tatsächlich im Wagen. Bei dem Wetter? Muss ja sein. Bei dem Wetter, richtig. Aber sind die Klamotten neu, Chief?
Nee, ich habe sie nur noch nicht angezogen. Das sieht aus wie eine Winteruniform fast, ne? Außer die Handschuhe. Ja, nee, unsere Winteruniform war dicker. Das war so ein... Die war dicker, ja. Sah aus wie ein Panzer. Deswegen wundert mich das gerade. Hm. Aber mir gefällt das mit dem Rollkragenpulli, wo Police steht. Ja, ja. Ja. Gut aus, ja. So, wie lange warten wir noch? 21:30 kriegen wir die Leiche in unseren Wagen. Und dann bringen wir den zur Church. Beziehungsweise kurz vorher, damit wir um 21:30 oben sind. Wollte gerade sagen, ja. Richtig. Ja, ja, wissen die von der Kirche Bescheid, dass wir die da hinbringen oder? Ach du Scheiße, was ist das für ein Sturm? Ich rufe jetzt die 187 bei an. Hm. Aber die, hören Sie das? Gewittert, ja, ja. Oder? Oh ne, jetzt sag mir nicht mal. Ja, es gewittert. Ach du meine Güte. Sonnenwetter hatten wir schon ewig nicht mehr. Ja, es ist auch wirklich, ich mich heute richtig erschrocken, als ich das gesehen habe. Ja, ja, ich bin tatsächlich, also die Leiche ist an einem Leichensack. Und befindet sich aktuell in der Kühlkammer. Ja. Das heißt, die wird weder stinken noch sonst irgendwas. Und dann soll die Leiche eben in den Sarg für die Trauerfeier gelegt werden. Und dann muss das Ganze halt noch abgesichert werden. Wir schauen, dass das muss jetzt aber schneller passieren, wenn die 21:30 Uhr da sind. Was? Ich habe doch vorhin mit der Frau Montgomery gesprochen, dass das schnell passieren soll. Wir haben 21 Uhr, die ist immer noch hier. Also aktuell ist sie gerade in dem Behandlungsraum, die Frau Dr. Montgomery. Sobald die fertig ist, gibt sie uns die Leiche. Beziehungsweise wir holen sie dann halt ab. Ich rufe sie nochmal an. Moment. Das Eskalationspotenzial ist unheimlich hoch, ja. Ja, ist aktuell. Was war denn da los jetzt oben an der Church? Ist das nur jetzt wegen Macarenos Verhaftung gewesen oder warum wurde da ein MD-Wagen hinbestellt? Das kann ich dir nicht sagen. Ich frag mal Harlem kurz nach. Ja, ich bin's. Warum war der RTW eigentlich oben bei euch? Na, Amalia. Ah, okay, alles bist, klar. Bist du noch im OP? Nee. Dann weiß ich Bescheid, dann danke ich. Achso, okay. Alles klar, wir würden dann schon etwas eher dort sein wollen, um diese Lage nochmal sicherheitshalber zu checken. Das heißt, wir würden die Leiche dann am besten gleich mitnehmen, so dass wir dann... Alles klar, perfekt, dankeschön. Bis gleich. 2 Minuten. Ja, wir müssen... RTW war nur oben, weil Macarino eins auf der Nase gekriegt hat. Ach ja, Mädchen ist, also. Moment, stopp, der ist nicht in Haft? Doch, doch, die bringen den gerade nach unten. Oh, nur Gott. Da war gerade ein RTW oben an der Church, deswegen. Gott sei Dank. Ich wurde gerade schon angesprochen und gefragt. Und die Frau Sinclair ist auch wohl schon unten in den Zellen. Das Wetter passt, ne? Das ist eine absolute Katastrophe. Herr Chief, Sie müssen übrigens öfters da sein, auch am Wochenende. Ach. Solche Eskalationen finden immer statt, wenn Sie nicht da sind. Ja, ich habe so langsam, habe ich auch echt... Sie sind der Blitz. Kennen Sie den Spruch von der Serie How I Met Your Mother? Ich muss... Die erste Sache, die ich mir stelle, ist das tatsächlich so? Und die zweite ist, was würde passieren, wenn ich da wäre? Ja, und dann halt die andere Frage. Vielleicht wäre das mal ein Versuch, den wir wagen können. Naja, wir hatten ja schon mal einen Großeinsatz bei der Schlägerei bei den Italienern. Und das hat eigentlich einigermaßen reibungslos funktioniert. Aber... Es geht um diese Eskalationen von den Bürgern her. Ne? Also das Problem ist aber, die Einsatzleitung hat ja funktioniert. Naja. Es geht allgemein nur um die Ausschreitung an sich. Die starten sowas immer, wenn sie nicht da sind. Aber das kann doch nicht sein. Also das sage ich doch, der Blitz. Das ist echt kein Witz, Chief. Das ist so, wenn sie nicht da sind, dann drehen die Leute hier völlig frei. Alle reagieren sich so, das kann doch nicht sein. Oh nein. Naja. Ja, dann war's das demnächst mit dem Wochenendurlaub. Scheiße. Was sind die 2 Minuten nicht schon um? Warum sitzt denn da drinnen jemand von der IAA? Was ist denn nicht? Ja, Brown ist drin. Hat er gestern einen mitbekommen oder was? Weiß ich nicht. 1720 DOJ Parkhaus.
gesagt, ich habe nur die Schüsse hier überall mitbekommen, als ich durchs MD gelaufen bin. Naja. Aber bei seinem Temperament würde mich das nicht wundern, wenn er eins auf der Nase gekriegt hat. Sicher, dass Sie dem gestern nichts gesagt haben, dass er irgendwie herkommen soll, Kovacic? Ins MD. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Ich habe ihnen klar gesagt, dass das glaube ich schon, dass sie bitte schauen sollen, dass sie die aufhelfen da die Leute und die Wunden abdrücken und so weiter. Hm. Das habe ich bestimmt gesagt, weil ich habe jeden angeschrien, der da rumstand, ob der eine Marke hatte oder nicht. Ja, ja, da liegen ich. Halt Menschen am Boden, rette Leben, mach deinen Job. So. Dann können wir den genau. Gehen wir einmal runter. Ach, wow. Wir folgen. Aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, die noch ins MD gebeten zu haben oder whatever. Also das sicher nicht. Und vor allem denen dann irgendwelche Befehle gegeben zu haben. Also das ist recht nicht. Ja. Wahrscheinlich schlüssiges Handeln. So, dann einmal noch. Ach nee, halt, stopp. Jetzt muss ich umdenken. Wir müssen ja nach hinten zu dem anderen. Wohin? Hinten zu dem anderen Fahrstuhl. Ah, stimmt. Da war ja was. Ja, die OPs waren ja. Die OPs waren vorher da unten. Mann, Mann, Mann. Gute Besserung hier. Wahnsinn, wir haben ja das ganze Blut da weggekommen vom Boden da. Ja. Das waren noch ein paar Überstunden. Scheiße. Ich habe mal ein Krankenhaus gesehen im Einsatz. Da haben die Verletzten immer die Tapete angefasst und die Wand und man konnte das nicht überstreichen. Ach du Scheiße. Oder die Leitung von dem Department war so geizig, dass die billige Farbe genommen haben. Nach wenigen Wochen ist dann immer wieder dieser blutige Handabdruck durchgekommen. Das ist wie ein Horrorfilm gewesen. Ich wollte gerade sagen, das klingt nach so einem Psycho-Horrorfilm oder was soll man, Psycho-Thriller. Ja. Gott, oh Gott. Gut. Ah. Ach du Scheiße. Ja, schwarzer, unscheinbarer Sack. Okay, wie kriegen wir den jetzt hier am unauffälligsten raus? Ja, wir müssen halt durch die Haupthalle durch, ne? Eventuell, dass einer den Granger zum Seiteneingang fährt. Genau. Das mache ich, kümmere mich sofort drum. Alles klar. Okay. Ich schmeiß jetzt einfach mal hier so eine Decke drüber. Ja, das wäre von Vorteil. Ach du Scheiße. Gut. Okay. Okay, ich nehme vorne, Sie nehmen hinten, ne? Ja. Das ist ja schon ganz steif. Das ist ja so, als würde man ein Brett tragen. Ja, ist ja auch noch gefroren, der Gute. Nee, gefroren nicht, das ist die Leichenstarre. Ja. Leichenstarre. So. Oh. So leicht ist der Reverend definitiv nicht gewesen. Ja. Oh. War bestimmt ein paar Nicknacks in dem Mercedes immer versteckt. Oh. Junge, Junge, Junge. Ja, stell dir vor, jetzt wären hier Treppen gewesen. Da können wir froh sein, dass ihr einen Aufzug ist. Ja. Wäre nicht so gewesen, als hätten wir den Auto auf liegen lassen können und bis nach hier oben fahren können. Hören Sie jetzt auf mit Logik, Brown. Ja, wo ist er denn? Da sollen wir jetzt hier stehen bleiben mit dem Sack, oder was? Wo er kommt. Ach du Scheiße. Ranger nicht ausgeparkt? Nee, der ist so geparkt worden, glaube ich. Ah.
Wetter. Und hinten rein. Das Raffageddon hat begonnen. Die Welt geht unter. Die sieben Plagen von Los Santos werden eintreten. Bringt euch in Sicherheit. Der hat mich gerade aufgehalten. Der hat mich nicht wegfahren lassen. Bringt euch in Sicherheit. Das Raffageddon hat begonnen. Die Welt geht unter. Ja, die Welt geht unter, Amy. Ja, schön. Die Welt wird untergehen. Was machen? Streben 15. Retten Sie, was Sie retten können. Bilden Sie Grüppchen. Die Zivilisation kann vielleicht gerettet werden. Einmal kommt es. Scheiße. Buch. Was? Streben 5 vielleicht. Sie denken, es ist Spaß. Aber spätestens morgen, wenn die Tränen des Herrn, die heute auf die Erde niedergeprasselt sind, zu Eis werden, werden Sie angekrochen kommen und werden verstehen, dass das Raffageddon war. Und nicht nur eine Legende. Natürlich. Bin ich ganz bei Ihnen. Fleht, ihr Narren, fleht! Ja, fleht um euer Leben! Ich werfe mal ein paar Münzen aus dem Fenster. Hier, nehmen Sie $5! Fahren Sie! Ich habe Ihnen auch schon $100 gegeben, hat Ihnen nicht gereicht. Was ein Sauwetter. Ach, gib mal durch den Funk Bescheid, dass wir unterwegs sind mit der Leiche. Die Strategie hier ist mit der Leiche, das Reverend ist jetzt auf dem Weg zur... Scheiße. Church, um sie dort abzugeben. Es ist schon ein bisschen unheimlich, dass das direkt so gewittert. Ein bisschen, ja. Also so ein Unwetter hatten wir hier noch nie. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, wann das so schlimm war wie heute. Sag ich mal Regen, aber sowas. Ich greife 7, 10, 8. Wow, wow, wow. Also, wow. Alter Schwede. Wo fahren wir da am besten ran? Also zum Eingang, oder? Ich würde sagen, vorne am besten Eingang der Kirche. Weiß nicht, warum. Ich trage die Leiche jetzt nicht zum Grab, sondern die schon selber machen. Ja. Scheiße. Bitte 76 für 23 kommen. Ich gehe mal kurz rein, gucken, ob jemand da ist. Frage, sind die Personen bereit, dann gegen den Überstellungsraum kommen? Ich schau mal hinten auf den Friedhof. Ach, oh, was ist das für Wetter? Würzburg hier, 23 Ende. Hier ist niemand. Wie die 64, 10, 41. Hier scheint niemand zu sein. Wen? Ach, so ein Sauwetter. Ist das ein Freund von dem oder was? Ah, ich rufe dich gleich zurück. Die Verbindung ist hier gerade schlecht. Haben wir irgendeinen Kontakt? O'Hara, sagen Sie mal, haben Sie eine Ahnung, wie das mit der Beerdigung von dem Hill ablaufen soll? Ich habe auch gar keine Ahnung. Scheinbar war gestern noch dieser Tony Zong kurz davor, bevor es mit diesem Ref passiert ist bei ihm. Und der scheint sich wohl sehr um den Ref gekümmert oder gesorgt zu haben. Ich denke, der ist der richtige Ansprechpartner. Haben Sie denn eine Nummer? Sonst haben wir keinen. Ne, müssten wir aber im Aktensystem gucken. Da gibt es, der ist halt tausendmal schon aufgefallen. Moment. Tony Zong heißt der. Akten, Bürger... Tony Tong. Okay. Ich dachte, das sollte heute 21.30 Uhr stattfinden. Ja, sollte es sein, aber da wir jetzt ja Macarena in die JVA bringen, weiß ich nicht. Die haben den wahrscheinlich gesucht oder so. Ja, der wird, also der ist auf jeden Fall sicherstellen. Bleiben Sie an dem dran.
Natürlich, ich wollte ihn gestern schon festnehmen. Wissen Sie, was mir Staatsanwalt Krem sagt? Jetzt gibt keine U-Haft mehr, wir müssen ihn gehen lassen. Ich sage, seid ihr total geistig? Was ist los mit euch? Ja, der hat eingezündet vor unserem Haus. Ja. Okay, ich hab den verschimmelnden Hill hinten in meinem Auto drinne gerade. Ja. Das meine ich halt nicht mal übertrieben, sondern der ist einfach in einem Leichensack in meinem Wagen. Es gewittert, ja, an mir ist ein Obdachloser vorbeigegangen, der die Armageddon herbeigerufen hat. Langsam wird's unheimlich. Ja, und das Wetter ist auch nicht gerade wirklich unangenehm. So, also ich rufe den jetzt mal an. 76, rufen Sie diesen Tony Tong an, der kümmert sich da bestimmt drum. Alles klar. Verdammte Scheiße. Wer war das? Mr. Roche Abi. Ich habe versucht, O'Hara zu erreichen. Vielleicht weiß er, mit wem wir sprechen müssen. Genau, ich hatte den gleichen Gedanken. Ich hab jemanden. Ich habe mit ihm telefoniert. Da brauche ich ihn nicht nochmal anrufen, alles klar. Mr. Tong? 23 für die 76 kommen. Roger Harris, Chief of Department, mein Name. Mr. Tong? Ich bin darüber informiert, dass es heute eine Beerdigung geben soll von Mr. Hill. Ist das so korrekt? Mit den Personen, die Drogen verursacht haben. Sind Sie da nicht involviert? Können Sie die Personen wieder in die Zelle bringen? Okay, gut, ja, dann haben Sie eventuell eine Ahnung, mit wem man sprechen könnte bezüglich sowas, Mr. Tong? Keine Ahnung. Wissen Sie auch nicht. Okay, alles klar, gut. Ja, dann versuche ich das nochmal herauszufinden. Danke auf jeden Fall. Alles klar. Der ist am nächsten zu dem Spinner. Wir haben den verfickten... Okay, wenn der aufsteht und aus diesem Granger rausrennt, dann werden wir... Hat jemand dann Silberkugeln dabei? Und weg. Nee. Hat jemand Silberkugeln dabei? Leider nicht. Knoblauch. Harris? Ja, Mercator hier. Hallo, Herr Harris. Ja. Ich habe mal eine kleine Frage. Ja. Und zwar folgendes. Wir haben ja die Frau von Macareno hier unten in den Zellen. Sinclair. Die Sinclair, genau. So, die hat jetzt schon mehrmals zugegeben, dass sie ihren Mann gestern umbringen wollte. Die Dame ist gemeingefährlich, kriminell höchsten Grades. Ja, dann ist die Staatsanwaltschaft schon da? Nee, es ist keiner da. Dann hat der Hall jemanden angerufen, ich glaube den Meier. Und der hat gemeint, wir können nichts machen. Wir dürfen die nicht festhalten, nicht gar nichts. Wir müssen die wieder gehen lassen. Ja, okay, dann, der ist sogar da. Rufen Sie bitte... Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, die hat gestern, ich glaube, die hatte sogar ein Narzisstin. So geil war die da drauf, ihren Mann umzubringen. Alles klar, Mercator, ich kümmere mich. Ich wollte das Intercontinental anrufen. Ja, moin, ich bin's Brown. Wie geht's dir? Streife 7 für Deutsche Telekom. Graham, ich habe eine Tatverdächtige im Zellentrakt, die zugegeben hat, den Macareno gestern umbringen zu wollen. Was machen wir mit dem? Kontakt auch mit diesem Telefonier leiser. Ja, Aussage auf Genug gehen lassen. Wir können leider nichts machen. Komm. Wegen versuchten Mord? Ja, es gibt keine Untersuchungshaft. Aber was soll ich machen? Kann sich bei Chief Justice beschweren gehen. Kann doch nichts tun. Aber wir hatten die gestern schon in den Zellen. Wir haben... Haben den Sachverhalt da auch schon abgehandelt. Warum ist er denn jetzt schon wieder hier? Okay. Wie schnell kann denn ein versuchter Mord abgehandelt werden, wenn die Tatverdächtige sagt, ja, ich habe das gemacht? Wir müssen ja erstmal... Also wir haben sehr viele Sachen. Das ist okay, ich krieg gleich eine Nummer, soll ich anrufen? Der ist ja auch noch super, offen. Sehr gut. Ja, aber wir haben jetzt eine Tatverdächtige. Da ist nichts zu ermitteln. Da ist nur, ja, ich habe das gemacht. Das war's. Und die könnte ein... Das war's. Also die sitzt in den Zellen und hat das zugegeben und ist durch. Der Drops ist gelutscht. Ja, und gleichzeitig sagt ihr uns, sie war sie nicht die Einzige, die auf ihn geschossen hat. Ja, aber das spielt doch keine Rolle, wenn sie sagt, ich wollte den umbringen. Spielt doch keine Rolle, wer den noch umbringen wollte. Ja. Graham, ich versuche nachzuvollziehen, wieso die Frau einfach gehen sollte, wenn die uns in den Zellen des Polizei... Ja. Ich kann die nicht gehen lassen, Graham. Ich kann die aber nicht jetzt verurteilen. Das ist das Problem. Graham, wie viele Staatsanwälte haben wir im Dienst? Gibt es da irgendwen, der das machen kann? Staatsanwälte schwierig. Also wir müssen einen Staatsanwalt mitbringen und einen Richter. Bei Richter wird es schwer. Also wir können halt niemanden verurteilen. Wir können halt... Hatten wir nicht diese Haftrichter? Einen Antrag stellen? Ja, Haftrichter kann man nicht beim Mord machen. Da geht es um Shopraub und kleinere Sachen. Eine Bedrohung oder so kann man da machen. Aber das heißt, die Befugnisse reichen dann nicht mehr aus. Richtig, genau. Ist der Chief Justice Rain da? Nee, weil ich muss auch noch mit dem telefonieren. Befragt. Okay, alles klar. Dann werde ich dem Officer jetzt sagen, dass die Frau gehen darf. Ja, ich weiß, ich finde es genauso doof. Okay,
Okay, nee, alles gut, Sie können nichts dafür, das ist das System. Ja. Ich. Haben Sie die Telefonnummer von dem Graham? Nee, von dem McCarter? Hat jemand? Ah, nee, ich McCarter? Ja. Ah, Moment. McCarter. 933344. 933344. Korrekt. Jawohl, Chief. Herr Carter. Jawohl. Ich habe gerade mit dem Staatsanwalt gesprochen. Aufgrund der Tatsache, dass es versuchte Mord ist, laufen die Befugnisse nicht mehr über die Staatsanwälte, sondern über die Richter. Die Richter sind nicht da. Sie dürfen also der jungen Dame gerne die Aussage abnehmen und dann sagen, schönen Tag noch und sie darf gehen. Was? Ja, Aussage will sie keine machen. Nicht dein Ernst? Ja, ich kann es nicht ändern. Okay. Ich kann, wenn sie keine Aussage... Sie hat aber zugegeben, dass sie es war, oder nicht? Also, wir haben die jetzt heute mitgenommen, weil die einen Fahrradfahrer weggeknallt hat mit dem Auto. Aber sie hat ja gestern, und da haben wir drei Zeugen für, aber gestern hat sie ja vor 15 Officern zugegeben, dass sie ihren Mann umbringen wollte. Dann lassen Sie dann Akte dazu schreiben, alles niederschreiben und dann willkommen im Justizsystem Los Santos. Wir müssen auf den Richter warten. Chief Justice ist gerade nicht erreichbar. Also einfach gehen lassen. Ich kann es nicht ändern. Ich habe gerade alles versucht. Das ich ist eine gemeingefährliche Frau, ne? Das ist abartig. McCarter, bitte. Ich verstehe ja, okay. Ihren Zorn. Ja. Ich habe gerade selbst mit dem Staatsanwalt geredet. Kein Zorn, einfach nur... Ja, okay, ich lasse die gleiche raus. Alles klar, danke. Dankeschön. So, dann rufe ich den nochmal an, dass ich die Nummer kriege. Und hoffen wir, dass wir den Sack da hinten gleich rauskriegen. Der Richter ist doch da! Herr Fuchs, hören Sie mal. Wir brauchen Ihre Fachkompetenz. Ja, wir haben eine Frau da, die muss verurteilt werden. Wegen Mord. Können Sie bitte den Staatsanwalt Graham jetzt anrufen und die Sache aufnehmen, bevor die Dame einfach gehen gelassen wird? Lass doch keine Mörderin auf der Straße. McCarter, nicht gehen lassen, wir haben Richter erreicht. Wir haben Richter erreicht. Ja, sofort, geben Sie Gas. Ehrlich. Alles klar. Okay, super, danke. Klar. Ist der unterwegs hierher, oder? Ja, der ist unterwegs. Alles klar, danke schön, unterwegs. Danke. Ist das da vorne einer von denen, oder? Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, was das ist. Harris? Hallo, Harris, hier ist die Leiche der Chunk hier. Ja. Ja, der Mann von der Presse ist wieder hier. Ja, ich kümmere mich später drum. Sind Sie Kirchengemeindenmitglied hier, oder? Nein. Wie sagt man denn dazu? Ich bin gläubiger Italiener, darf ich da hier nicht sein, oder was? Achso. Naja, okay, alles klar. Sie haben die Störung. Aber zu Ihrer Frage, wegen der Beerdigung bin ich schon hier, das ist nicht ganz falsch. Dann sind Sie der Einzige, der hat anscheinend nicht so viele Freunde gehabt. Na, sagen wir, ich habe eine Beileidsbekundung zu den Menschen, die ihm nachgelaufen sind. Aber wenn die auch nicht hier sind, ist das natürlich ein bisschen blöd, ne? Ja, Sie sind die einzigen Gäste heute. Ja gut, dann holen wir uns noch Schaufeln und werfen ihn in ein Loch, oder? Ja. Schon wieder ein Monat. Twitch Prime ist kostenlos. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt hier der einzige... Die Polizei von Los Santos sind die einzigen Interessenten an der Beerdigung von dem verfluchten... Von dem verfluchten Priester hier, oder was? Ja, offensichtlich. Die Kirche frei, darf man denn reingehen? Ja, natürlich. Natürlich, ja. Wenn nicht, das ist weil, wie gesagt, wir haben den Leiter. Das kann doch nicht sein. Wo sind die alle?